Herzlich willkommen, meine Coaches, meine Kollegen und herzlich willkommen alle Zuschauer, die dieses Video, diesen kleinen Podcast anschauen. Heute haben wir uns ein ganz interessantes Thema ausgesucht und zwar die jetzige Situation. Was können wir tun? Was sollten wir vielleicht sogar lassen? Und wir drei, der Peter Hagmeier, Jakob Horvath und meine Wenigkeit Thomas Beckeler, hoffen, dass wir euch eventuell etwas mitgeben können. Auch wenn einer von euch das sieht, denkt, ah, das kann ich richtig gut anwenden in meinem Alltag. Ja, das ist unser Ziel. Und dementsprechend gebe ich sofort weiter, Peter, an dich. Wie schaut es bei dir aus mit dieser jetzigen Situation? Super geschickte Überleitung, Thomas. Ich wollte mich jetzt schon zurücklehnen und mir denken, wow, jetzt lassen wir mal berieseln. Der Thomas hat sicher schon eine coole Idee. Ja, ich nehme den Ball gern an. Danke für deinen Impuls, dass wir uns heute diesem Thema widmen. Und super spannend, weil ich mir genau heute nach meiner Morgenmeditation über das Gedanken gemacht habe, weil es mich auch sehr beschäftigt die letzten Tage und Wochen. Habe mit einem Year Compass ein ziemlich cooles Tool, denn das alte Jahr ganz bewusst abgeschlossen, losgelassen und bin jetzt ganz bewusst ins Neue gestartet und habe gemerkt, so ganz bin ich noch nicht da. Und habe wieder für mich erinnern dürfen, weiß nicht, ob ihr es wisst, aber chinesisch Jahr beginnt ja Ende Jänner, ich glaube, es ist so ziemlich genau der 23. Und nach Human Design gibt es Freunde von mir, die machen die 64 Keys, da gibt es einen jeweiligen Typ, dem man entspricht und auch grundsätzlich die Energie der Angebundenheit, wo es grundsätzlich erst so, wo Dezember, Jänner ganz klar die Einkehr ist, das Stillehalten, das Zurückschauen, das Loslassen. Und dann im Februar, März, April, so wie in der Natur, wir haben ja das alles vergessen. Das macht schon Sinn, dass die Tage gerade jetzt kurz sind und dann wieder alles blüht und die Tage länger werden und wir wieder mehr rausgehen. Und da merke ich, da bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Und das Tool, das ich aber mit euch heute teilen möchte, ist was, was mir die letzten Tagen sehr geholfen hat und was ich jetzt auch für mich persönlich wieder mitnehme. Und zwar in all dieser Unsicherheit, in all dieser Fragilität, wie viele Maßnahmen kommen noch, werden die jetzt schärfer oder gelockert, in all dieser, ich sage es jetzt bewusst einmal, Verbundenheit im positivsten Sinne mit dem großen Ganzen, aber natürlich auch in seiner Abhängigkeit, haben wir schon sehr viel Kraft und Möglichkeiten selber für uns. Und da in diese Richtung möchte ich halt meinen Beitrag teilen, dass in aller Verbundenheit, in allen an die Regeln halten, an die Gesetze halten, hat man sehr viel Spielraum, seine eigenen Regeln zu schaffen und vor allem in diese eigenen Regeln eine Sicherheit zu schaffen. Also für mich in meinem Leben habe ich gemerkt, es ist diese Liebe, diese Freude, mit der ich in den Tag gehen möchte, mit der ich mein Leben gestalten möchte, aber in allererster Linie geht es darum, Freiheit und Sicherheit nicht als Polaritäten zu sehen, also das sind zwei Enden, sondern das ist eine Verbundenheit oder wichtig ist, eine Balance zu finden. Und die Freiheit wird uns gerade bis zu einem gewissen Grad schwer gemacht oder genommen. Und die Sicherheit auch, weil wir alle nicht wissen, wie läuft es weiter und was hat dieses Jahr zu bieten und wo führt es generell hin, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber das Spannende ist, wir haben ganz viele Möglichkeiten, das für uns selber zu steuern und für unser Leben ganz aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Jeder in seinem Bereich, jeder in seinem Tempo, jeder genau in dem Bereich, was ihm am Herzen liegt, was ihm wichtig ist. Und bei mir sind es vor allem zwei Dinge. Also ich habe gemerkt, in den letzten Monaten und Jahren, nach meiner Erfahrung, bin ich dann mit meiner besten Energie unterwegs, wenn ich mich mit den Menschen umgebe, die mir gut tun, die meine Herzensmenschen sind und mit Dingen, die mir Freude bereiten, wo ich in meiner Begeisterung bin. Und A, kann ich selber wählen, ich kann gerade jetzt keine Corona-Party im Großen schmeißen, aber ich kann tiefe Begegnungen, schöne Momente, ich kann Spieleabende online machen, das hat alles eine andere Energie, aber es liegt in meiner Hand, mit wem will ich meine Zeit verbringen, also es ist, glaube ich, gerade ganz eine spannende Zeit, sowohl beruflich als auch privat, einmal den gedanklichen Cut auf Null, wer ist mir wirklich wichtig, wen will ich wirklich in meinem Leben haben, bei wem ist es ein Energieaustausch und gehen wir gemeinsam mit einer guten Energie oder mit mehr sogar raus und wer sind diese Energieräuber? Also einmal die Menschen, wo ich für mich mein Sicherheitsnetz mir aufbauen kann, wo fühle ich mich sicher,
wo darf ich der sein, der ich wirklich bin, mit all meinen Ängsten, Sorgen, aber auch Wünschen und Träumen, ohne da gleich wieder eine drüber zu kriegen, du Träumer, wie soll das möglich sein? Das geht ja nicht, weil Punkte, Punkte, Punkte und Corona, Punkte, Punkte, Punkte und, und. Und auf der anderen Seite sind es aber wirklich im Alltag und im Wochenplan Dinge, wo ich selber, und ich bin ein großer Freigeist, mir ist es ganz wichtig, möglichst aus dem Moment, aus dieser Kraft heraus agieren zu können und trotzdem merke, wenn ich einen Rahmen habe, also spätestens seit ich eine Familie gegründet habe und Papa bin, spätestens dann braucht es echt gutes Time-Management, mir gewisses Setup zu bauen. Und das ist bei mir ganz konkret die Morgenmeditation, das, was der Jakob so genial anbietet. Danke wieder, dass du wieder back bist, lieber Jakob, Mittwochvormittag, ich freue mich drauf. Übrigens, wenn ich gleich Werbung schalten darf, auf Eversports kann man das nach wie vor buchen, gell? Und magst du das kurz erwähnen? Soul, ja, wie heißen die Meditationen? Voll gern, Namaste Ole Soul Sessions. Findet man auf Eversports und schicke ich auch jede Woche in meinem Newsletter die aktuellen Infos dazu. Na, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich freue mich auch sehr drauf, weil mir ist es auch schon ein bisschen abgegangen. Super. Aber dazu später mehr. Genau, voll gern. Erzähl später gern. Und ich sage das wirklich jetzt deswegen so bewusst, weil das waren immer Highlights, wenn ich dabei sein habe dürfen. Und das ist eines. Es ist eine Sache, die so banal klingt, aber die mir Sicherheit gibt. In einer Selbstständigkeit ist es nur eine andere Liga. Jeder von euch beiden und alle, die uns jetzt zuhören, die wissen, es ist noch viel mehr Challenge, wenn man keinen fixen Rahmen hat, weil wer andere den vorgibt, sich den selber zu gestalten, ist eine riesengroße, ja, Freiheit und Privileg, das tun zu dürfen, aber es ist auch eine Challenge. Und das ist eine Sache. Ich freue mich riesig darauf, dass ich am Mittwoch meine erste Skitour gehen werde. Das ist so symbolisch für mich. Ich bin ganz stark bei mir, in meiner Sicherheit, wenn ich die Dinge machen darf, die mich wirklich berühren, bewegen, begeistern. Und das ist Sport und in der Natur sein. Und die Kombi ist einfach Jackpot. Und das sind jetzt, ich habe die letzten Tage für mich ganz einen klaren Rahmen, eine Sicherheit geschaffen, wo ich weiß, das kann mir keiner nehmen. Aber wenn die Skilifte wieder zusperren, die Skitour da rauf kann ich gehen. Meditieren kann ich, auch wenn wir noch 3 Monate einen Lockdown haben. Eine wichtige Phase war, diese Partnerzeit ganz bewusst zu nehmen. Also wirklich einen bewussten Abend, wo es kein Buch, keine Serie, keine Meditation gibt, sondern Judith und Peter Zeit, aber zumindest 2 Stunden. Und es ist auch gut, vielleicht spannend, ich lese das Buch gerade, Radikale Ehrlichkeit von Brad Blanton, ist ein amerikanischer Psychotherapeut. Sehr radikal, sehr provokant, sehr direkt, ist definitiv kein Stoff für jeden. Also bevor ihr euch dieses Buch bestellt, versucht es mal über die Leseprobe oder über Videos da Gefühl dafür zu bekommen. Und ich sehe ganz viele Dinge nicht so wie er, aber zumindest hat es mich sehr inspiriert, einen Raum zu schaffen, wo man ganz offen, ehrlich und nackt, Kopfkino, aber als Partner sie einlässt aufeinander und einen Raum schafft, wo wir uns begegnen, ohne ein Kind, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse. Wieder ein Tool, ein Werkzeug, ein To-Do, wenn man vielleicht sogar so würde, das ich in meinen Kalender integriert habe. Und was ich euch damit sagen will, ist, ich glaube, ganz viele von denen, die ihr zwar sowieso, aber alle, die uns jetzt zuhören, ich kann mir gut vorstellen, dass da jeder irgendwo so seine Routine hat. Ganz viele wahrscheinlich beim Essen, bei Bewegung, bei Sport, in der Arbeit. Aber vor allem, wenn es um die persönlichen Routinen geht, unabhängig von der Arbeit, unabhängig, was euer Chef sagt oder was eure Bilanz sagt, der Selbstständige, dass ihr wirklich selber im Griff habt. Ich kann es von mir sagen und ich habe es ganz viel beobachtet in meinen Coachings. Viele starten und haben dann so eine 10-Tages-Challenge, 30-Tage-Challenge und dann irgendwie reißt es ab und man denkt sich, wie deppert bin ich eigentlich? Ist mir so gut gegangen, wie ich Intervall gefastet habe oder wie ich 3-mal in der Woche Sport gemacht habe oder wie ich jeden Tag meditiert habe und irgendwie reißt es dann wieder so ein und dann kommt wieder der Schweinehund und irgendwie am Abend greife ich dann doch zu meinen Chips oder in der Früh schlafe ich doch lieber eine Stunde länger. Und ich möchte euch wieder daran erinnern, einen Fokus zu schärfen, gerade wenn es außen so unsicher ist, gerade wenn man nicht weiß, in welche Zeit, und das wissen wir by the way nie, also Corona zeigt uns halt noch mehr, wie unterm Brennglas, wie spannend es ist, in eine unsichere Zukunft zu gehen, aber de facto wissen wir nie, was morgen ist und schon gar nicht, was nächstes Jahr passiert.
eure Sicherheiten, eure Routinen wieder mal hochzuholen und zu reflektieren, so im letzten Jahr, was waren die Momente, die euch wirklich, wo ihr wirklich mit euch verbunden wart? Was waren die Menschen, die euch wirklich weitergebracht haben? Was waren die Routinen? Ob das kalt duschen, das und das essen, den und den Sport machen. Was ist das, was euch wirklich weiterbringt, wo ihr lernt, wo ihr mit euch verbunden seid und einfach am Ende des Tages, und ich glaube, um das geht, zumindest mir, ins Bett geht und sagt, das war heute ein richtig guter Tag oder es war ein schöner Tag oder zumindest habe ich alles dafür gegeben, dass es ein schöner Tag werden kann. Also der Mark Twain hat das einmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau hinkriege, gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Gibt es das so? Kennst du den? Ja, so in die Richtung. Und ich glaube, es muss nicht immer der Schönste des Lebens sein, aber grundsätzlich die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und damit das jetzt nicht komplett ausufert, würde ich so vielleicht als Übung mitgeben, was sind so die drei Dinge, die ihr für euch etablieren könnt, die ihr vielleicht schon mal gemacht habt, aber drauf vergessen oder ein bisschen schleißig geworden seid, oder die ihr neu entdecken wollt und also wie ein spielerisch, wie ein Kind, das neugierig zu entdecken wieder, vielleicht was ganz Neues auszuprobieren, vielleicht eine ganz neue Sportart. Wenn der Lift nicht vorhat, einfach selber auf den Berg auf jetzt gehen, mit den Ski zum Beispiel. Oder wer noch nie meditiert hat, zum Jakob zu gehen und das auch mal auszutesten, wie schön das ist, wenn man Teil dieser Gruppe sein darf und sie da an den Jakob anlehnen darf. Und ja, das ist mein Beitrag für heute, für diese unsichere Zeit, die uns alle verbindet, aber wo wir uns alle gegenseitig challengen dürfen, auch daran zu erinnern, dass wir der eigene Schöpfer oder die eigene Schöpferin sind und nicht alles, aber sehr viel in unserer eigenen Kraft liegt. Und abschließend vielleicht noch nicht nur dieses Jahr 2021, sondern auch das 21. Jahrhundert braucht uns in unserem größten Potenzial, in unserer Freude, in unserer Liebe und in unserer Verbundenheit. Und mir gefällt die Metapher so gut, weil mich begleitet auch oft das Thema in meinen Coachings, dass hier kommen viele Leute zu mir, die, ich weiß nicht, ob ich die bewusst anziehe, aber die glauben, sie müssen immer die Welt retten und für alle anderen da sein. Und wir haben letztes Mal in einer Session gemeinsam erarbeitet, um das es eigentlich geht, ist, wir haben, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir sind, 8 Milliarden, 9 Milliarden. Und ich sehe da, wenn ich auf eine Weltkarte schaue, lauter einzelne Kerzen. Jeder Mensch ist eine Kerze und deine Aufgabe ist es, diese Kerze zum Leuchten zu bringen. Und manchmal kommt da vielleicht so ein Wind daher, der diese Flamme challenged, der sie vielleicht versucht auszublasen oder vielleicht sogar ausbläst. Und dann kann man versuchen, sie wieder neu zu entzünden. Aber es ist nur deine Aufgabe, dich zum Leuchten und zum Strahlen zu bringen und in dein Licht zu kommen und aus diesem Licht heraus andere vielleicht inspirieren zu können, was vorleben zu können für deine Kinder, für deine Partnerin, für dein Umfeld im Privaten oder im Beruflichen, aber nicht die anderen, die um alle anderen Kerzen rund um die zu kümmern und nicht die Welt der allen anderen retten. Der Einzige, den du wirklich retten kannst, bist einmal du und als gutes Beispiel voranzugehen. Und mir geht einfach das Herz auf und meine Augen beginnen zum Funkeln, wenn ich nur daran denke, dass immer mehr Kerzen zum Leuchten kommen und dass die Flammen, die müssen auch nicht riesig sein, weil wenn alle rundherum beginnen zum Leuchten, dann haben wir gemeinsam eine riesengroße Kraft und strahlen wir ganz hell. Und das ist so ein Bild, das ich mir wünsche für dieses Jahr, dass mehr Kerzen zum Strahlen, zum Leuchten kommen und wir so diese Welt und die Richtung in eine, die Richtung überhaupt dieser Welt, die selber mitsteuern und uns nicht passiv dem hingeben, was vielleicht auch an Gefahren und Risiken herrscht. Ich sehe das auch alles, ich spüre das auch, aber am Ende des Tages ist die Welt und die Gesellschaft eine Summe der 8 Milliarden Kerzen und jeder darf für sich entscheiden, wie sehr er sie zum Leuchten bringen möchte. Schön. Ich spiele den Ball zurück zum heutigen Moderator Tomasz Pekala. Danke fürs Zuhören. Ja, Peter, du hast ja super Sachen angesprochen, muss ich sagen. Bevor ich aber meinen Senf dazu abgebe, du hast viel über Meditation geredet, über Kerzen zum Leuchten bringen und ich verwende es mit der Kerze auch sehr gern. Und wann leuchtet denn die Kerze am hellsten? Wenn es dunkel ist.
Und es sind, wenn man es so nennen will, es sind dunklere Zeiten, die schon mal waren. Und genau jetzt ist die Chance, eigentlich deine Kerze zum Leuchten bringen. Und in diesem Sinne, mit diesem kleinen Motto, würde ich den Ball jetzt zum Jakob rüberspielen. Und ich bin echt gespannt, was der Jakob zu dem Thema zu sagen hat. Danke, Thomas. Das ist ein schöner Impuls, den du mir da mitgibst. Den mag ich gleich mal aufgreifen. Du hast jetzt gerade was extrem Schönes gesagt in meinen Augen. Jetzt ist die Zeit, um dein Licht zum Leuchten zu bringen. Und es ist immer jetzt Zeit. Es ist nie irgendwann anders die Zeit. Es ist nie in der Zukunft. Und es ist auch nie in der Vergangenheit. Es ist immer jetzt, weil das Leben spielt sich jetzt ab. Und das, was wir jetzt erleben, jetzt an diesem Tag, in diesen Wochen, diesem neuen Jahr, vergangenen Jahr erlebt haben, das mag jetzt zunächst einmal dunkel erscheinen, aber wie du ja gesagt hast, das Dunkle bringt das Licht wieder hervor. Und ohne das Dunkle gibt es das Licht nicht. Also es braucht immer diese zwei Seiten, diese Polarität. Wir leben halt in einer Welt der Dualität. Sonst könnte man ja einander nicht wahrnehmen und wir könnten das Leben nicht erfahren, wenn wir nicht immer beide Seiten zur Verfügung hätten. Deswegen haben wir uns ja irgendwie dieses Leben ausgesucht, als Menschen auf diesem wunderschönen Planeten, um diese Erfahrungen machen zu können. Und wenn man das jetzt von dieser Ebene her sieht, dann sind das alles, was wir jetzt machen, Erfahrungen. Und zunächst einmal sind diese Erfahrungen neutral. Was wir tun, ist, wir laden das jetzt auf mit einer Bewertung. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es sehr leicht fällt, das als negativ zu bewerten. Und ich tue jetzt gescheit reden, aber mir fällt es teilweise auch extrem schwer, nicht zu bewerten. Mir fällt es extrem schwer, nicht zu zweifeln, ob das alles da jetzt in eine gute Richtung geht. Mir fällt es schwer anzunehmen, dass wir im Lockdown sind, dass viele Dinge nicht möglich sind, dass wir kontrolliert werden von Gesetzen, von Einschränkungen und uns da nicht so frei bewegen können, wie wir das gewohnt sind. Und trotzdem, da kommt jetzt das zum Tragen, was der Peter vorher gesagt hat, ist es eine Frage der Aufmerksamkeit. Wo lenke ich meine Aufmerksamkeit jetzt hin? Wie ich meine Wirklichkeit wahrnehme. Wenn ich meine Aufmerksamkeit jetzt ausschließlich den Nachrichten zuwende, zum Beispiel, jeden Tag 5 Zeitungen lese, jede Pressekonferenz schaue, nur darauf warte, bis wieder News kommen, dann bin ich extrem abhängig in meiner Gestaltung, meiner Wirklichkeit von äußeren Formen. Und dann neige ich natürlich dazu, das alles extrem negativ zu bewerten, weil ich sage, okay, meine Gestaltungsfreiheit ist ja extrem eingeschränkt, weil ich kriege ja nur mit, was ich alles nicht darf. Oder was ich tun muss. Testen, impfen, daheim bleiben, was auch immer. Und niemand dort sagt dir aber, was du tun kannst, damit es dir besser geht. Ich meine schon, aber es geht unter. Wenn du jetzt deinen Fokus auf das lenkst, was in deiner Macht steht, was tatsächlich du unter Kontrolle hast, und ich unterschreibe das alles, was du gesagt hast, Peter, und fand das auch sehr, sehr inspirierend, weil genau darum geht es, zu unterscheiden, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und die inneren Faktoren, diese innere Welt in Ordnung zu bringen, in Einklang zu bringen und auszurichten auf einen bestimmten Vibe, auf eine bestimmte Energie, auf den Default Mode, in dem du deine Wirklichkeit gerne wahrnehmen möchtest. Ich glaube, das ist das Entscheidende dabei. Dir deine Kraft zurückzuholen ins Hier und ins Jetzt, nicht in die Zukunft, nicht zu dem Zeitpunkt, wo der Lockdown vielleicht zu Ende ist, auch nicht in die Vergangenheit, wo es ja irgendwann einmal schöner war, aber jetzt ist es halt nicht mehr so, sondern ins Jetzt. Und dich zu fragen, was ist jetzt das Problem? Und in den allermeisten Fällen wird die Antwort sein, jetzt gibt es kein Problem. Und wenn es jetzt ein Problem gibt, was kann ich tun, um es zu lösen?
Und dann wirst du die richtigen Antworten haben und du wirst die richtigen Ideen haben. Darauf darfst du vertrauen. Es entsteht in dir dann diese Kraft, die dich umgehen lässt mit Herausforderungen. Aber eben jetzt. Das Problem ist, du kannst das Problem nicht in der Zukunft lösen, weil das geht nicht. Es ist nicht möglich, ja, ob die Zukunft jetzt in 10 Minuten ist, morgen oder in einem Monat. Und dadurch entsteht dieses ganze Leiden, dadurch entsteht dieser Energieverlust auch tagtäglich, weil wir uns ständig im Kopf beschäftigen mit Dingen, die wir jetzt nicht ändern können. Der Skurrile-Buch, ja, ich habe mir das Skurrile-Buch ausgeliehen. Ja. Schatz. Oh je. Ich habe sein Gorilla-Buch ausgeglichen als Unterlage, Schatz. Gell? Oh je. Die Mann. Das ist jetzt ein Problem, oder? Das Gorilla-Buch ist weg. Und die Mama muss ausbaden. Also, um es ein bisschen konkreter und greifbarer zu machen, die Frage zu stellen, was kann ich jetzt tun, um meine Situation zu verändern? Kann ich jetzt etwas tun? Wenn ja, was? Und dann überlegen, was sind die Schritte dorthin? Wenn nein, was kann ich tun, damit es mir leichter fällt, es zu akzeptieren? Worauf kann ich meinen Fokus lenken, um mir meine Energie zurückzuholen? Und da kommt jetzt ins Spiel, das, was du gesagt hast, Peter, weil ich finde es schön, wenn man sich so eine Liste schreibt, mit den, nennt man es zum Beispiel, Fulfilling Actions, also erfüllende Tätigkeiten. Einfach um einmal schwarz auf weiß zu haben, was sind denn eigentlich die Tätigkeiten, die mir keiner nehmen kann, die jetzt nicht davon abhängig sind, ob die Skilifte offen sind oder nicht, wie du gesagt hast, oder ob ich eine Party schmeißen kann, sondern was sind die, die so in mir drin verankert sind, dass ich sie jederzeit machen kann. Und da mal ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen, man kommt dann oft drauf, dass da eigentlich sehr viel mehr da ist, als man glaubt, man vergisst es halt, weil eben der Fokus woanders sitzt. Weil der Fokus auf dem ist, was jetzt nicht in meiner Macht steht. Bei mir war das jetzt zum Beispiel im Winter, und ich meine, ihr beide wisst es, und die unseren letzten Call gehört haben, und auch diejenigen, die meinen Podcast hören, das vergangene Jahr, das Ende des vergangenen Jahres, November, Dezember, für mich ganz krass war, und ich mir da jetzt gern, ich vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, gern gewusst hätte, wie ich es anwende, das habe ich nämlich dann nicht, dann begreift man es zwar intellektuell, aber in der Praxis scheitert man kläglich. Nachdem der Van gestohlen worden ist, nachdem die Vision weg war, nachdem eine Leere entstanden ist, wo ich nicht gewusst habe, wie geht es jetzt weiter. Und da war November, Dezember einfach eine Zeit mit ganz vielen Fragezeichen und ganz wenig Antworten. Und ich habe mir dann ganz bewusst eine Auszeit genommen, 3 Wochen, bin jetzt seit wenigen Tagen wieder sozusagen ganz zurück, und das hat so unglaublich gut getan, und ich bin da wirklich auf mir ganz viel Zeit genommen für Innenschau, für Reflexion zum vergangenen Jahr, Revue passieren zu lassen, zu verarbeiten. Ich habe Rituale gemacht mit den Rauhnächten und mir sehr viele Fragen gestellt, über die ich dann kontempliert habe, wo ich mir dann so die Antworten auch ein bisschen zukommen habe lassen, ein bisschen auf Entdeckungsreise zu meiner inneren Wahrheit. Und da sind mir einige Dinge zugekommen, und ich glaube, die sind für viele Menschen sehr, sehr hilfreich. Nämlich gerade, wenn es um das geht, was kann man selbst tun? Bei mir sind es 3 konkrete Sachen. Das eine ist die Stille, das andere ist die Bewegung, das dritte ist die Kälte. Konkret in der Stille heißt es, die Meditation, Spaziergang im Wald, wo ich einfach einmal stehen bleibe, meinen Körper von innen wahrnehme, den inneren Körper wahrnehme, der übrigens ein wunderbarer Anker ist, ins Jetzt. Wann immer ich merke, bin zu sehr in den Gedanken, da oben dreht sich's schon wieder, um Fragen, die ich jetzt nicht beantworten kann, dann zurück in den Körper. Wie spüre ich meinen Körper jetzt gerade? Kribbeln nehme ich wahr, welche Vibrationen nehme ich wahr, spüre meinen Herzschlag, wie fühlt sich dieses oder jenes an, wie fließt die Atmung. Es ankert mich im Hier und Jetzt. Also das ist sozusagen die Stille in ganz enger Kombination mit der Bewegung. Ich bin zurückgekehrt jetzt zu meiner täglichen Yoga-Praxis, gehe mehrmals die Woche wieder laufen. Das sind Dinge, die habe ich total vernachlässigt Ende letzten Jahres. Das sind Dinge, die mir unglaublich viel Kraft geben.
Und das war sie ja, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil mir die Kraft gefehlt hat. So diese Initialzündung war nicht da. Und so bin ich halt mir selbst bemitleidet und bin so in meinen Tagen da gehängt und eigentlich nicht gewusst, wie ich jetzt weiter tue. Und das dritte ist die Kälte, kaltes Wasser. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag alle drei Dinge zu tun, zu erfahren. Und das kalte Wasser entweder in Form einer kalten Dusche, meistens nach dem Yoga oder nach dem Laufen. Oder auch, weil jetzt ein paar Mal baden in der Raab hier. Ich bin jetzt gerade im Südburgenland. War lustig, am 25. Dezember habe ich mir dort eine Stelle gesucht, wo keine Leute sind. Bin dorthin gelaufen, das Handtuch habe ich mitgehabt, habe mich nackt ausgezogen, bin in die Raab gegangen. Meine Technik ist, atme ein paar Mal tief durch, dann gehe ins Wasser, atme noch tiefer, sehr intensiv, so ungefähr 1 Minute, 1,5 Minuten und dann wird es ruhig. Dann wird es richtig ruhig. Und dann meditiere ich für 1 Minute circa, also ich bin circa 2 Minuten im Wasser. Und dann, wenn alles entspannt ist und alles still ist, dann gehe ich wieder raus. Und wie ich rausgehe, auch gerade in dem Moment, gehen zwei ältere Damen vorbei und schauen mich an und schauen mich an und lachen. Und ich so, frohe Weihnachten. Das schönste Und Weihnachtsgeschenk, wir haben es recht was lustig gehabt. Sie genau. haben dann gesagt, mein Gott, jetzt habe ich glaube die Tram. Ja, eine kleine Anekdote am Rande. Also jedenfalls sind diese drei Dinge, wo ich merke, wenn ich das täglich tue, das sind unglaubliche Potenziale, die da in die Wirkung kommen können. Plus, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. In Klammer, wieder mal seit 25. Dezember. Und das ist natürlich auch noch einmal so ein richtiger Booster, wo ich merke, das ermöglicht mir einfach all diese Dinge dann auch wirklich täglich zu tun und die Motivation aufzubringen, weil ich besser schlafe, mich besser fühle, mich stärker fühle, wieder gesünder esse. Also das hängt irgendwie alles zusammen. Ich glaube, das geht es auch, dass man nicht eine Sache herauspickt und sagt, so, das mache ich jetzt stur 30 Tage. Und nach den 30 Tagen, wenn der Rahmen nicht stimmt, wenn ich nicht das Drumherum auch irgendwie mit aufbaue, ist es dann halt die Chance groß, dass man dann wieder irgendwann schnell zurückkippt. Ich glaube, das kann ein Schlüssel sein. Ich glaube, es hängt sehr vom Typen ab. Man sagt, okay, was alles sind denn diese mehreren Dinge? Und wie kann ich, wie du gesagt hast, Peter, daraus Routinen entwickeln, die so kraftvoll sind, dass ich gar nicht anders kann, als sie zu tun, weil sie mir so viel geben. Es ist dann nichts mehr, wo ich mich dazu zwingen muss, sondern es ist etwas, wo ich so viel daraus gewinne, dass ich mich schon richtig darauf freue. Und das ist eine schöne Art, das einfach mal aufzuschreiben auf einer Liste und dann zu jedem einzelnen Punkt zuzuschreiben, wie fühle ich mich, wenn ich das tue, was ich da tue. Und was auch ein schönes Tool ist, das mag ich da jetzt gerne noch dazugeben, ist eine sogenannte Mangelfülle-Analyse, eine Lebensfeldanalyse. Das wende ich in meinen Coachings sehr, sehr gerne an. Vielleicht kennt ihr die. Wo du, funktioniert so, nimmst du ein großes Blatt Papier oder 4 Zettel reicht, schreibst in die Mitte, ich kreise das ein und dann schreibst in einen Teil des Zettels, schreibst alle Personen, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Von engen Freunden, Partner, Partnerin, Familie, Arbeitskollegen, Bekannte. Alle, die irgendwie einen Einfluss auf dich haben. In ein anderes Feld schreibst du deine Aufgaben und Tätigkeiten, also das, was du zu tun, zu erledigen hast, ob das jetzt beruflich ist oder privat. Und in ein drittes Feld schreibst du dann deine Hobbys, Interessen, Leidenschaften. Und dann, wenn alles da steht, gehst du jeden einzelnen Punkt durch und schreibst intuitiv auf. Also gibst du eine Bewertung zwischen Doppel-Minus, Minus, Plus, Doppel-Plus. Das machst du intuitiv, ohne viel darüber nachzudenken. Und es hängt davon ab, wie ist der Energieaustausch? Das, was du vorher angesprochen hast, Peter. Ja, also wo zieht es Energie? Minus. Wo zieht es viel Energie? Doppel-Minus. Wo gibt es mehr Energie? Und wo stärkt es mich richtig? Wo merke ich, das ist eine richtig erfüllende Beziehung oder eine richtig erfüllende Tätigkeit? Und oft ist ein schöner Effekt danach, kriegt man mit,
Wow, es sind ganz schön viele Plus in meinem Leben. So erfüllt es mein Leben eigentlich. Das ist meine Erfahrung mit meinen Coaches auch, dass meistens sind viel mehr Plus, als man es zunächst glaubt. Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, und was möchte ich jetzt dran verändern? Also wo sind jetzt die Energiefresser, von denen ich mich vielleicht jetzt trennen mag oder zumindest das reduzieren möchte? Und was ist das, was mir Energie gibt? Und mit dem kann ich jetzt gehen zu meinen Fulfilling Actions, zu den erfüllenden Tätigkeiten, schreibe mir auf, zu einer Routine machen, die kraftvoll ist. Und bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, und jetzt bin ich gleich fertig, geht es nur um Dinge, die du beeinflussen kannst. Das ist alles in deiner Wirklichkeit, in deiner Welt, die innerhalb deines Gestaltungsspielraums liegt. Und je mehr man sich auf das konzentriert, umso mehr merkt man, da gibt es schon ganz schön viel, das ich eigentlich tun kann, um ganz bewusst zu steuern. Und was man, und das hat der Viktor Frankl ja auf so berührende Art und Weise auch erfahren, erforscht und weitergegeben, es kann dir alles Mögliche zustoßen im Leben. Man kann dir alles nehmen, aber nicht deine Freiheit, wie du dazu stehst, nicht deine Einstellung zu einer Sache, nicht dein Mindset, nicht die Art und Weise, wie du es, welche Bedeutung du dem Ganzen gibst. Und ich glaube, das ist ein recht erfolgversprechender Weg, nach innen zu schauen, sich selbst noch besser kennenzulernen und zu schauen, was ist es, was ich tun kann in meinem Leben, das mir die Kraft, die Kontrolle und ja, die Erfüllung zurückgibt. Schön. Schön, Jakob. Ja, hast du viel, viel gute Sachen angesprochen, natürlich. Sehr gut, hat mir gefallen, diese Plus-Plus-Minus-Minus-Übung, weil wenn man das mal sieht, auf einem Blatt Papier, dann, ja, dann wird es einem auf einmal klar. So, bevor ihr meinen kleinen Vortrag beginnt, meine kleine Tochter Olivia hat ihre zweite Uhr gebastelt. Sie möchte bitte in die Kamera kommen. Die zeige ich euch hiermit. Sehr stolz ist sie auf ihre zweite Uhr. Wenn man es so sieht, ist es 5 vor 6. Ja. Gut. Ja, was soll ich sagen? Ich habe zwei, drei Sachen aufgegriffen, was ihr geredet habt. Und zwar, wenn es um Routinen geht, um Veränderungen, gibt es einen gewissen Zeitraum, den wir so quasi überstehen müssen. Und es gibt Studien, die belegen, dass es ungefähr 66 Tage, so um die 3 Monate herum dauert, dass wenn du irgendwas Neues einführst in deinem Leben, dass es dann nach diesen 3 Monaten, wenn du es konstant gemacht hast, schwerer wird, das nicht mehr zu tun, wie es zu tun. Das heißt, wir müssen eigentlich es zu einer Gewohnheit werden lassen, 3 Monate richtig, richtig beißen. Dann wird es uns nachher schwerer, das wieder aufzuhören, also einfach nicht mehr zum Beispiel kalt duschen gehen zu gehen, wie bei dir jetzt, Jakob. Wenn du jetzt nach 1 Monat aufhören würdest, aber nach 3 Monaten wirst du es vermissen. Dementsprechend, ja, nur für jeden, der zuhört, also so die 3 Monate herum beißen und danach wird es definitiv viel besser und viel leichter. Und wenn es um Veränderung geht, glaube ich, liegt bei uns allen, der Schlüssel liegt in unserer Identität. Denn also wirklich Veränderung für immer passiert immer nur in der Identität. Als wer bist du? Als wer siehst du dich? Wenn wir uns das fragen, wer möchte ich sein? Und was für eine Person muss ich sein, um das sein? Und das anfangen leben und uns zu sehen, dann muss ich, glaube ich, nichts Neues erzählen, Jakob, dir auch nicht, Peter, so, also dann verändert sich die Welt sowieso so, dass es sich anpasst zu deiner Identität. Und wir denken dann oft, ja, meine Identität ist fix. Nein, ist es nicht. Ich hätte jetzt vor 6 oder vielleicht vor 2 Jahren nicht gedacht, dass ich jetzt hier mit euch sitze. Aber irgendwann habe ich dann entschieden, nein, das bin ich jetzt und jetzt sitze ich hier. Das heißt, wir verändern uns ständig. Und wenn du das bewusst machst mit der Identität, dann, ja, es liegt an dir. Es liegt an dir. Ihr habt jetzt sehr viel gesagt, was ich jetzt gesagt hätte. Aber ich gebe jetzt Leuten meistens so 4 Basics mit, wo sie sagen, okay, da kommen sie besser gut durch eine schwere Zeit.
Das erste habt ihr schon angesprochen, dieser Fokus, weil das ist unsere größte Macht, ist unsere Aufmerksamkeit. Das, auf was du die Aufmerksamkeit richtest, das wird größer, das expandiert. Und wie der Jakob, wie du das wunderbar gesagt hast, wenn du jetzt jeden Tag von Pressekonferenz zu Pressekonferenz dich hangelst und von Zeitungsartikel zu Zeitungsartikel, dann wirst du es verdammt schwer haben. Wenn du das aber, und ich mache das radikal, ich habe überhaupt keine Ahnung, was für Regeln sind oder so, man sagt mir das immer dann vor Ort, wenn ich irgendwo bin, ah, du solltest jetzt das machen oder was. Ich verfolge keine Medien, keine Zeitungen, keine Lokale, nichts. Man sagt es mir immer, Leute sagen es mir. Und es kommt zu mir, also es kann gar nicht anders. Das heißt, mein Punkt Nummer eins, Fokus, ist ein kompletter Gamechanger in solchen Situationen. Über das habt ihr jetzt lang geredet, das möchte ich nicht viel ausführen, aber richtet euren Fokus wirklich auf das, was ihr verändern könnt. Und Jakob hat es gesagt, Peter hat es gesagt, bei mir ist es ähnlich, wenn ich einen schweren Tag habe und es mir nicht so gut geht, und das haben wir alle, dann finde ich auch diese Befreiung, wenn man es so nennen will, diese Ruhe in der Stille. Handy weg, Computer aus, Wald, wunderbar, aber Meditation, und das gibt uns einfach Halt. Und Jakob hat es gesagt, das liegt schon an uns, ob wir das wirklich machen. Ob du um 22 Uhr, sage ich einfach nur zur Zeit, eine Meditation machst oder ob du dir die neuesten Zahlen gibst, was auch immer sie bedeuten mögen. Und dementsprechend verändert sich deine Welt. Das Zweite, das ich jedem sage, ist die emotionale Reaktion von dir auf Sachen, die passieren. Weil wenn deine Emotionen, vor allem wenn die negativen Emotionen dich ständig zu Reaktionen zwingen, die du nicht möchtest, dann wirst du auch in einen Strudel reinkommen. Da habe ich letztes Mal eine Übung gesagt, aber es gibt Basic einfach dazu, ist Emotionen ist einfach, das sind Hormone in unserem Blutkreislauf, und wenn du die Hormone rausgeben möchtest, und wenn sie gehen automatisch raus nach einem Kreislauf im Blut, aber das passiert nur, wenn du sie wahrnimmst, die Emotion, und richtig zulässt. Dann kann deine Emotion einfach aus deinem Körper rausgehen. Ja? Also das heißt, deine emotionale Reaktion ist speziell in solchen Zeiten sehr, sehr wichtig. Das Dritte, das ich sage, ist deine Bewusstseinsebene. Bist du das Opfer, passiert ständig alles, oh mein Gott, und jetzt schließen sie das, oh mein Gott, jetzt machen sie das. In welcher Bewusstseinsebene operierst du? Und ich habe es jetzt, glaube ich, oft genug gesagt, mit meinen vier Bewusstseinsebenen, die ich habe. Es geht darum, dass du dich so gut wie möglich in deinem jetzigen Film, das du dein Leben nennst, positionierst. Und mit dem Fluss läufst, fließt, oder wie auch immer. Ja? Um das geht's. Achte auf deine Bewusstseinsebene. Passiert alles dir, wenn du immer in der Opfersituation, Haltung bist, dann weißt du, das ist ein totaler Indikator, okay, ich muss raus aus dieser Situation. Und das Vierte, das hat der Peter wunderbar angesprochen, ist dein Umfeld. Kompletter Gamechanger. Wenn du dich ständig mit Leuten umgibst, die alles runterziehen, das wissen alle, dann wird es dir auch nicht gut gehen. Ich vergleiche das sehr gern mit, du kannst die beste Kleidung haben, Kappe, Mütze, Handschuhe anziehen, die besten Schuhe, einen warmen Tee trinken oder eine warme Suppe essen. Wenn du aber mit einem negativen Umfeld rund um dich operierst, dann sitzt du in einem Gefrierschrank. Und über Zeit, wir können noch so bewusst sein und unseren Fokus stärken und unsere Emotionen im Griff haben. Wenn wir in der Gefriertonne sitzen, dann wird uns kalt. Und das sind eigentlich Non-Negotiables, also Medien, No-Go und Umfeld. Wenn du nicht bereit bist, diese zwei Sachen zu ändern, dann wirst du schwer haben in schwierigen Zeiten, und dann wird eine Veränderung in deinem Leben allgemein einfach schwer werden. Das ist für mich, also ohne die zwei Sachen geht gar nichts. Und Jakob hat es gesagt, Peter hat es gesagt, und das liegt alleine an dir. Das liegt nicht an irgendwelchen Situationen im Äußeren, das liegt immer nur an dir. Und zur Sicherheit, weil wir haben jetzt gerade vorher, ihr habt viel über Sicherheit geredet, im Leben gibt es keine Sicherheit.
Das wissen wir alle. Und jetzt, das Schöne jetzt ist, jetzt wird es uns so extrem vor Augen geführt, dass es keine Sicherheit gibt. Einer von uns könnte morgen nicht mehr da sein. Oder einer von euch, wo das anschaut, könnte in einer Stunde weg sein. Von hier mal. Und deswegen, wenn wir das wissen, okay, dann lass uns doch unsere Kerzen so hell wie möglich scheinen und jeder hat eine andere Eigenschaft, wo jeder profitieren kann. Und wenn es eine Zeit gegeben hat, zu zeigen, wer du wirklich bist, dann ist das jetzt. Ich sage es auch sehr oft, am Strand bin ich auch entspannt und locker, easy. Aber jetzt, jetzt zählt es eigentlich. Und ich komme nicht drum herum, über diese Morgenroutine noch einen kurzen Schwenk zu machen. Weil ihr habt es beide gesagt, das ist eigentlich die Basis legen. Wenn du in der Früh dir eine Routine zurechtlegst, und die ist bei jedem anders, dann hast du schon den ersten Sieg in der Früh, einen ersten Sieg. Du gehst schon mit einer ganz anderen Brust raus. Da kann kommen, was will. Wenn du deine kalte Dusche machst, wenn du in der Früh aufstehst, obwohl dein Nervensystem dir sagt, nein, Peter, bleib liegen. Bleib bitte liegen. Es ist so fein warm im Bett. Bleib liegen. Aber wenn du diesen ersten Sieg einfährst, was soll denn noch kommen? Du hast dich selber besiegt und wir wissen alle, dass das eigentlich der härteste Kampf ist, den wir führen. Und ja, ich gebe noch ab in die Runde. Ich möchte jetzt hier irgendwas noch dazugeben. Weil das ist so banal, aber ich würde kurz den zweiten Sieg ergänzen. Das habe ich selber gelernt von einem meiner Coaches, by the way. Es ist so schöner, wenn man, und ihr kennt es sicher beide bestätigen, wenn man diese Tätigkeit ausführen darf, Menschen zu begleiten und du verstanden hast, du bist Schüler und Lehrer jederzeit zugleich, wie cool das ist, dass du selber lernst. Und der Raphael hat mir mal mitgegeben, und ich bin echt ein geschlamperter Hund, was das betrifft, was Haushalt, ist ein spannendes Thema immer mit meiner Frau und mir. Aber der zweite Sieg nach dem Aufstehen, und bei mir geht das relativ automatisch mit unserem Kind, also spätestens 7 Uhr ist Tagwache, aber das Bett selber zu machen, und das ist, klingt jetzt super banal, aber der zweite Sieg ist, wie verlässt du dein Schlafzimmer? Und ist das einfach Chaos hinter dir oder ist es, dass du den Polster nur mehr nimmst, ausbeutelst und die Decken schön zusammenfaltest und so in dieser Ordnung und in diesem, es ist am Ende des Tages, schüttest du minimal, aber du schüttest Glücksgefühle aus, Serotonin, Dopamin, wie immer diese Memes alle hassen. Das hast du selber in der Hand. Also da reden wir noch gar nicht von, ich gehe jetzt meditieren, eine Stunde laufen, ich ernähre mich so und so, sondern mach einmal dein Bett, beginne mal so. Ich habe gewusst, dass ab 20 Minuten Sport in der Früh schütten wir eben alle diese Hormone aus. Also Serotonin, Oxytocin, glaube ich. Also alle Glückshormone, Motivationshormone, ab 20 Minuten. Also es muss nicht diese Stunde sein, aber Minimum 20. Und das Wichtigste dabei ist, dass du schwitzt. Wenn du schwitzt, dann kommen diese Hormone. Und deswegen geht es uns oft besser nach Sport. By the way. Fällt übrigens auch die kalte Dusche leichter, wenn man geschwitzt hat beim Sport. Ja. Ganz großer Unterschied. Und durch Atemübungen kann man sich auch wunderbar wieder herholen. Ich merke das jedes Mal, wenn ich in der Früh schon aufwache mit Chaos im Kopf und wenn du denkst, uff, scheiße, Lockdown verlängert oder was auch immer. Und dann setze ich mich hin und ich nehme ganz bewusst Zeit und es gibt so wunderbare Atemübungen, die wirken einfach Wunder. Man kann das nur so nennen, weil es ist, du stehst danach als ein anderer Mensch wieder auf. Das dauert 20 Minuten, wenn überhaupt. Wer da Interesse hat, mir ist da jetzt ein Impuls gekommen, das teile ich da jetzt einfach. Ich mag gern alle, die da jetzt zuhören, einladen zu einer gemeinsamen Meditation am Mittwoch. Wer auch immer da Interesse hat, da machen wir eine kostenlose, also für diejenigen, die da den entsprechenden, schicken wir einfach ein E-Mail am besten an mail@1000firststeps.com, 1000 First Steps zusammengeschrieben, mit dem Code. Thomas, was ist der Code? Sag einen. Krise. Wie? Krise. Krise. Okay. Also, der Gutscheincode ist Krise an mail@1000firststeps.com und dann könnt ihr
kostenlos mitmachen bei meiner, bei einer meiner Morgenmeditationen. Ich schicke euch dann den Zoom-Link zu. Also für alle, die da jetzt gerne einfach ein bisschen mehr eintauchen wollen in die Meditation. Wir haben jetzt alle drei darüber gesprochen. Ich mache das jeden Mittwoch morgen mit ganz großer Leidenschaft via Zoom in einer kleinen, feinen Runde. Dann seid ihr herzlich eingeladen. Und da machen wir auch immer wieder mal verschiedene Atemübungen, Pranayamas aus dem Yoga. Es ist einfach so unglaublich kraftvoll, wenn man das zum Beispiel in seine Morgenroutine integrieren kann. Um es mit Thomas' Worten zu sagen, ein Gamechanger. Schön, dann haben wir noch. Ja, Jakob, wolltest du noch was? Nein, ich habe noch drei Buchtipps zum Thema, weil es gerade neben mir liegt. Das erste ist von Tara Brach, Radical Acceptance, Embracing Your Life with the Heart of the Buddha, wo sie auch sehr viele Übungen vorstellt, Techniken, um das Leben so zu sehen, wie es ist, sich selbst so zu sehen, wie es ist. Und dieses buddhistische Grundprinzip in sein Leben zu integrieren. Aber sie beschreibt es auf eine wunderschön greifbare Art und Weise. Der Ausweg aus sehr vielen Krisen. Zunächst einmal zu akzeptieren, was ist. Dann ein für mich ein ganz großer, ganz großartiges Buch, The Obstacle is the Way von Ryan Holiday. The Ancient Art of Turning Adversity to Advantage. Er lehnt sich da vor allem an die stoische Philosophie an, die ja ganz stark sich beschäftigt mit der Frage, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern und warum ist es völlige Zeitverschwendung, sich ständig mit den Dingen zu beschäftigen, die ich nicht ändern kann. Und das dritte, ein Classic, wo ich mir jetzt gerade wieder vertief, jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Ich lese es jetzt gerade zum, ich weiß nicht wie viel Mal, immer wieder neue Dinge drin zu entdecken. Ja. Die kann ich übrigens jedem empfehlen, die drei Bücher. Du willst nicht zuerst schauen, ob es euch anspricht oder nicht. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Das sind gute Bücher, ja. Ich kenne nur eins, aber ich kann es mir vorstellen. Ich habe schon von allen dreien gehört. Aber ja, ihr wisst es mit dem Lesen. Man muss es sich vornehmen, man muss es auch tun. Nicht nur hören. Das hat mich zu einem kurzen Impuls gebracht. Ich habe ja einen kleinen Workshop online auf meiner Seite, der kostet 66 Euro. Mit der Krise. Wie komme ich durch eine Krise, heißt es. 4 Schlüssel. Und mit dem E-Mail und dem gleichen Codewort Krise bekommt ihr das um 20 Euro. Ja. Das heißt, wenn jemand Lust hat, tief in die Materie einzutauchen, kann er sich das bei mir mit diesem kleinen Codewort durch diesen Call, der Jakob hat mich hier motiviert, ein mega Discount eigentlich. Vielleicht sogar gratis. Schreibt mir einfach E-Mail. Mal schauen. Ja, cool. So entstehen die Dinge. Peter, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Peter, was hast du noch für einen Rabatt im Angebot? Ja, jetzt passt auf. Halt sich fest. Jakob, sitzt du gut? Thomas? Jetzt kommt der ich bin dabei. Ja, Trommelwirbel bitte. Oh. Aber tatsächlich, ich habe gerade so schmunzeln müssen, wie ihr vom Codes erzählt, weil ich habe einen Videokurs aufgenommen und habe den jetzt re-gelauncht und habe das erste Mal die Coupons freigeschaltet. Also bis jetzt war der halt immer einfach zum Kaufen um 555 Euro. Und jetzt möchte ich mich echt anschließen, weil es vor kurzem diese Energie passt. Wie viel Rabatt gibt es? Sagt ihr? Das entscheidest du. Jakob, sag die Zahl des Abends. 100%. Nein, das wäre ein bisschen krass. Machen wir die Hälfte. Machen wir 50 für eine Woche. Ich möchte und eine Follow-up, eine Stunde mit mir. Die gibt es zu 100%. Rabatt, weil und vor allem deswegen, ich finde das super cool, dass ihr das jetzt angeteasert habt oder initiiert habt. Am Ende des Tages brauchen wir in diesem Jahr und in diesem Jahrhundert Macherinnen und Macher
Und ich habe selber gemerkt, ich habe oft über was nachgedacht und denke mir, war cool, die drei Typen klingen irgendwie interessant. Und dann eine Stunde später gibt es daheim wieder was zum Tun und morgen habe ich es wieder vergessen. Spannende, by the way, diese Forgetting Curve, googelt es das einmal, super gut erklärt, wie schnell wir all das wieder verlieren, vergessen, wenn wir es nicht weitererzählen, wenn wir es nicht aufschreiben, zumindest, und da nicht ins Tun und Umsetzen kommen. Und ich denke mir, wenn in euch Zuhörer und Zuhörerinnen das irgendwas ausgelöst hat die letzten Stunden, dann meldet sich an beim Jakob, dann meldet sich an bitte beim Thomas und schaut auf meiner Website auf www.peterhackmeier.com, ob euch der Videokurs anspricht. Und dann gibt es auch mit dem Rabattcode Krise 50% und eine einstündige One-on-One-Session Follow-up mit mir. Und eins kann ich euch versprechen, wenn ihr diese drei Dinge macht, und wahrscheinlich reicht schon nur eins, aber nehmt das Gesamtpaket, dann werdet ihr ganz anders in dieses Jahr starten. Also ja, ich schließe mich an. Eine Woche Chance, ab Release, sobald wir das Ding raushauen mit Krise, den Videokurs. Und das, was ich noch dazu sagen will, es gibt diese Lonely Wolves, die das gerne allein machen würden, die jetzt das spielen. Hört euch aber auch gerne um, ob ihr einen Sparring-Partner oder eine Partnerin mitnehmen wollt. Erstens kostet der Kurs dann nur mehr die Hälfte, also da sind wir dann eh schon bei 25% und fast bei null. Und ihr habt jemanden am Weg, wo ihr euch gegenseitig challengen könnt. Und das ist aus eigener Erfahrung, ich habe das Programm natürlich auch selber durchgemacht mit meinem Sparring-Partner, noch cooler, da sie begleiten zu lassen und sie gegenseitig daran zu erinnern, dass man eben die Dinge nicht nur über sich ergehen lässt oder sie beriesen lässt, sondern dass man ins Tun kommt und ins Umsetzen. Und ja, ich freue mich und ich glaube, ich werde definitiv an den Mittwochen wieder bei dir dabei sein, Jakob, und mir diesen Krisenworkshop einziehen. Gilt das auch für mich, Thomas? Kriege ich auch. Natürlich, Peter. Einen Abend 20 Euro. Schreib mal über E-Mail. Passt, cool. Ja, lässig. Danke euch. Cool. Beiden. An dieser Stelle würde ich sagen, dass wir die Zuhörer releasen und in die freie Wildbahn entlassen. Geht's raus, meine Damen, meine Herren, und scheint's eure Kerze, der Peter hat es schon ins Spiel gebracht, ihr beendet das Ganze. Ja, eure Kerze kann nur scheinen in der dunklen Zeit, noch heller denn je, und arbeitet an euch, egal mit wem, mit was von dem Coach, am liebsten mit einem von uns drei, aber schaut, dass ihr einfach gute Menschen seid. Und vielen Dank, Jakob, vielen Dank, Peter, und wir sehen uns, hören uns sicher bald wieder. Tschüss. Ciao. Ciao. PS. Eine Kerze. Das Wunderbare an einer Kerze ist, man kann damit auch eine andere Kerze anzünden. Und sogar ein Lagerfeuer.